Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute, na, was ist das? Das ist Fanta und zwar aus Thailand. Das ist hier aus der Snack die Welt, vernasche die Welt Snackbox. Und genau, da dachte ich hier, Fanta, das probiere ich doch mal hier für sich. Hier war noch die, genau, hier ist dieser Zettel. Das war entweder das oder das in der Box. Ich habe das in der Box. Hier steht ja Fanta Fruit Punch. Die Zutaten sind nicht sehr aussagekräftig. Also hier in der Dose sind drin Zucker, dann noch E290, Säureregulator, Konservierungsmittel, Süßstoff, Farbstoffe, alle lauter E-Nummern. Dann dachte ich, ach, ich gucke mir hier so ein bisschen hier mit Google Übersetzer, was man ja im Handy dann direkt so lesen kann und so den Übersetzer an. Aber da ist auch nichts Interessantes. Dann habe ich ein bisschen. Ja, waren halt dann auch wieder die Zutaten, die aber schon hier drauf sind. Da habe ich ein bisschen im Web gestöbert und das Ding soll ja heißen hier Fanta Fruit Punch. Da kommt am ersten Mal, wenn man Fanta Fruit Punch eingibt, kommt eine rosa Dose mit Erdbeergeschmack. Aber wenn man ein bisschen sucht, gibt es tatsächlich auch diese grüne Dose unter dem Namen Fruit Punch oder unter dem Namen Mixed Fruit. Ja, also beide Namen, also doch auch unter Fruit Punch wohl erhältlich. Und ja, ich habe mich dann nämlich gefragt, was ist denn da drin? Hier sieht man Bilder. Also hier, das denke ich, ist eine Ananas. Das hier sieht aus wie ein Orangenscheibchen. Und da hinten wusste ich jetzt nicht, was soll das sein? Und das hier ist doch auch nochmal eine Ananas oder was? Also eine Webseite, wo man das hier bestellen kann aus Irland. Die hat mir verraten, Ananas, jawohl, Banane und Apfel soll wohl auch drin sein und Orange. Und das ist dann vielleicht der Apfelschnitz oder ist Apfel drin oder nicht. Deswegen, ich weiß, also es ist gemischte Früchte. Mal gucken, was mir überhaupt rausschmeckt. Ist vielleicht so ein bisschen wie beim Wein. Alles, wenn dann irgendwie der Sommelier sagt, das schmeckt jetzt hier irgendwie die nach Honig, Himbeeren und keine Ahnung, Süßholz. Und man selber denkt so, ja, wir werden jetzt sehen, nach was das schmeckt. Es sind ja auch nur Aromen drin. Also von daher mal gucken, was so der Fanta-Sommelier zustande gebracht hat. Ich habe ein Glas dabei, damit wir auch sehen. Okay, also die Farbe ist schon mal sehr beeindruckend. Wow. Ich zeige mal die Dose, falls ihr die irgendwo sucht. Und da, also tatsächlich Fanta. Ja, also das ist schon mal, also wer, das ist schon mal ein geiles Grün. Also als Farbe, das einfach irgendwo auf den Tisch stellen. Cool, jetzt bin ich auch gespannt, wie riecht's? Kaugummi. Vielleicht ein Hauch Banane. Aber boah. Ja, vielleicht künstlicher Apfel. Aber, also, ja, eigentlich kann man nur sagen, so extrem süßer Kaugummi. Und jetzt mal schauen, wie schmeckt's? Oh. Süß. Wobei hier laut Zutatenliste offiziell nur 4,5% Zucker drin sind. Was gar nicht so viel ist, aber wahrscheinlich ist hier dann noch, ja, also noch Süßstoffe drin. Also die hauen dann rein. Also, ja, ich hätte jetzt gesagt Banane. Banane schmecke ich raus. Aber alles andere, also Orange, keine Ahnung, Apfel, puh. Ananas. Puh, jo. Ja, also es schmeckt tatsächlich, es ist ein bisschen wie ja so Bananenchips. So getrocknete Bananen. Ja, aber dann die Farbe grün. Jo, also vielleicht sind eure Geschmacksnerven da besser, wenn euch das mal begegnet. Wo auch immer, beim Thai oder so. Vielleicht hat er das da rumstehen. Da wäre ich sehr gespannt, was ihr hier rausschmeckt. Das wäre so mein Urteil. Puh, also meins ist es nicht, aber es ist sehr interessant, vor allem die Farbe. Also Farbe gibt einen Pluspunkt. Geschmack eher weniger. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.